Professor Richter, können Sie uns in einer Minute sagen, weniger als eine Minute am besten, was eine Handlungsvollmacht ist? Also eine Minute recht. Auf geht's. Genau, eine Handlungsvollmacht wird erteilt durch den Kaufmann oder dessen Rechtsgeschäftsführer oder gesetzlichen Vertreter, und zwar ausdrücklich oder konkludent. Und die Handlungsvollmacht kann jede natürliche und juristische Person auch sein. Sie wird nicht eingetragen ins Handelsregister, und die Handlungsvollmacht, die ist also völlig handelsregisterfrei, da steht nichts drin. Bei der Umfang der Handelsvertretung haben wir, schon beim Umfang der Handlungsvollmacht, haben wir nach § 54 gewöhnliche Geschäfte eines ganzen Handelsbetriebes beziehungsweise eines derartigen Handelsbetriebes, und entscheidend ist also immer die Branchenüblichkeit. Je nachdem, wie umfangreich diese ganze Sache ist, haben wir eine Generalhandlungsvollmacht, alles, was sozusagen in Ihrer Marketingabteilung gewöhnlicherweise drin ist, oder alles, was Sie als Verkäufer immer machen, oder alles, was sozusagen dieses einzelne Geschäft jetzt mit sich bringt. Beschränkungen haben wir auch, und zwar keine Veräußerung von und Belastung von Grundstücken, Wechselverbindlichkeiten, Darlehensaufnahme, Prozessführung. Auch alles, was wieder zu sehr in den Inhaber persönlich angeht, dürfen Sie nicht machen, auch seine Privatgeschäfte nicht. Es gibt noch eine besondere Erteilung der Handlungsvollmacht, wenn Sie Verträge abschließen dürfen. Allerdings haben wir Beschränkungen der Vollmacht, gelten Dritten gegenüber nur, wenn die das kennen oder kennen mussten. Und deswegen muss man immer aufpassen, wenn jemand gewöhnlicherweise im gewöhnlichen Bereich ist, haben wir sozusagen die Handlungsvollmacht. Die erste erlischt durch Widerruf oder Beendigung des zugrunde liegenden Arbeitsverhältnisses oder auch wenn der Erteiler gar keine Kaufmannseigenschaften mehr hat, auch der Betrieb weg ist oder beim Tod des Vertreters. Es wird also nicht vererbt. Genau, damit wissen Sie jetzt, was ein Handelsvertreter ist. Aber eine Person haben wir noch, und zwar die Ladenvollmacht. Genau, und deswegen kommen Sie mit mir noch zur Ladenvollmacht und vergessen Sie nicht den Spruch: Hat du Vollmacht, mu du Hose wechseln. Genau, auf geht's. Ein kleiner Scherz zum Schluss.